Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Assassin's Creed 2. Das letzte Mal haben wir Leonardos Flugmaschine getestet, das war ja nicht so berauschend. Doch jetzt müssen wir für einen längeren Flug ein paar Wachen ausschalten, das machen wir doch ganz gerne. Viel Spaß dabei! Das ist lächerlich. Vincenzo sollte mich schon vor einer Stunde ablösen. Meine Frau wird mich umbringen, wenn ich wieder das Essen verpasse. Was kümmert es dich? Geh einfach. Sonst bewachen wir nicht den Dogen. Dieses Mal entkommt er nicht. Das war das Schiff. Tragisch, wie man ein solches Geschöpf mit ein paar Schwerthieben zurichten kann. Ah!
Das waren die drei. Okay, damit hätten wir alles. Okay, da wären wir. Na dann würde ich mal sagen, machen wir den Drachenflug. Es ist soweit. Es ist vollbracht. Wie schön. Sie. Nun hoffen wir, dass euer Plan aufgeht. Denn wir haben fast keine Zeit mehr. Hör gut zu, Ezio. Du wirst von Feuer zu Feuer fliegen müssen. Die Hitze der überflogenen Feuer wird dich wieder aufsteigen lassen. Verstanden. Aber Vorsicht! Heute Nacht sind Schützen auf den Dächern. Weiche den Pfeilen aus, oder es wird ein kurzer Flug. Ich wünschte, ich könnte mein Schwert benutzen, während ich dieses Ding fliege. Nun, du hast die Beine frei. Wenn du nah genug herankämst oder einen Pfeil im Schädel, könntest du sie vielleicht von den Dächern treten. Nett. Jetzt oder nie, amico mio. Oha, ob das funktioniert. Makusi! Schieß! Schießt auf den Dämon! Schießt auf den Dämon, okay. Ich wusste gar nicht, dass ich ein Dämon bin. Das funktioniert doch anscheinend. Ja, komm, das klappt. Hat doch funktioniert. Was war das? Keine Sorge. Bestimmt nur Kinder. Mit Knallfröschen. Kommt, ihr seid am Zug. Signore, trink das nicht! Du kommst zu spät. Der Doge ist schon tot. Was, Carlo? Verzeiht, Signore.
Ihr hättet eben einfach auf mich hören sollen. Du hast wohl versagt, Assassine. Vergebt mir, Signore. Tut mir leid. Warum? Wofür denn das alles? Oh. Assassino, Assassino! Er hat ihn ermordet! Der Doge ist tot! Ja, du bist allerdings jetzt auch tot. Ein Attentäter tötet den anderen, wie es scheint. Wir töten und glauben. Es wäre das Beste, oder? Messer Ezio? Ich tue das nicht für mich selbst. Ich bringe dieses Opfer für die gute Sache. Requiescat in pace. Du tötest mich? Du tötest mich? Buongiorno. Mist, wo ist der nur? Sucht überall. Welch Manneskraft. Genau wie hier. Niente. Cool. Der Codex-Seite noch dabei erhalten. Perfekt. Die erlauchteste Republik Venedig, 1486. Ja, und damit wären wir am Ende unseres heutigen Let's Plays angelangt. Ich hoffe, das Video hat euch bis dahin gefallen. Wenn ja, teilt, liked, kommentiert, abonniert. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin Super Slate, euer freundlicher saarländischer Let's Player von nebenan. Tüdelü!